Hallo zusammen! Im heutigen Video beschäftigen wir uns mit der Stoffeigenschaft der Wärmeleitfähigkeit. Ich habe hier vorne verschiedene Stoffe liegen, von rechts nach links: Kunststoff, Kupfer, Glas, Eisen und Holz. Und die haben alle vorne einen Tropfen Wachs drauf, ungefähr auf derselben Höhe. Und die werde ich nun gleich an einer Stelle, alle immer an derselben Stelle oder an einer ähnlichen Stelle erwärmen. Und dann können wir mal schauen, ob und eventuell sogar wie schnell der Wachstropfen beginnt zu schmelzen. Denn ich werde das Ganze nicht da erwärmen, wo der Wachstropfen ist, sondern auf der anderen Seite, um einfach zu schauen, ob die Wärme von der einen Seite zur anderen weitergeleitet wird. Der Grundaufbau des Experiments steht schon mal. Mein Stativ mit meiner Stativklemme und einer Kerze. Und beginnen werde ich mit dem Kupferblech. Das spanne ich auf der Seite ein. Und ihr seht, hier ist der Wachstropfen. Und hier erwärme ich das Ganze. Jetzt kann man schön sehen, das Wachs beginnt zu schmelzen und läuft hier über die Seite runter, da ich es etwas schräg gestellt habe. Das heißt, mein Kupfer leitet die Wärme relativ schnell weiter. Das merke ich auch, wenn ich die Platte anfasse an der Seite. Die ist jetzt wirklich sehr warm, obwohl sie nur an einer Stelle über der Flamme war. Als nächstes nehme ich die Kunststoffplatte. Bei der Kunststoffplatte kann ich nun sehen, dass sie an einer Stelle ein Loch bekommen hat. Das bedeutet, der Kunststoff ist verbrannt, er wurde zersetzt. Mein Wachs vorne ist aber noch nicht geschmolzen. Mein Kunststoff ist nun auch sehr weich geworden und biegsam. Das könnte ich jetzt so biegen, halten und abkühlen lassen, dann würde es in die Form gehen. Das bedeutet für mich aber, dass mein Kunststoff in diesem Moment keine Wärmeleitfähigkeit hat. Also die Wärme isoliert sogar eher. Denn das Wachs hier vorne ist immer noch unverändert. Als nächstes probiere ich dasselbe mit Holz aus. Wie nicht anders zu erwarten, beginnt mein Holz nach kurzer Zeit anzubrennen. Jeder weiß, Holz brennt. Auch hier ist mein Wachs vorne nicht geschmolzen. Mein Holz unten hat angefangen zu brennen, aber mein Wachs vorne hat nicht angefangen zu schmelzen. Das heißt, auch das hier ist kein Wärmeleiter. Dann kommen wir zu Eisen.
hier können wir jetzt sehen, das Wachs beginnt langsam zu schmelzen und hier davon zu laufen. Das bedeutet, dass auch hier das Eisen ein Wärmeleiter ist. Wir haben jetzt einen Unterschied festgestellt vielleicht, oder ihr habt es vielleicht bemerkt. Bei Kupfer ging das etwas schneller wie beim Eisen. Das heißt, Kupfer ist noch ein etwas besserer Wärmeleiter wie mein Eisen. Und zum Abschluss habe ich hier noch meine Glasplatte, weil ich das noch ausprobieren möchte. Da die etwas größer ist, muss ich die jetzt mithalten. Ihr könnt es jetzt nicht spüren, aber ich spüre das schon ganz gut. Die Platte wird schon wärmer. Ihr seht, das Wachs beginnt hier noch nicht wirklich zu schmelzen. Minimal, ganz leicht am Rand passiert was. Wenn ich mit meiner Hand aber drauf gehe, merke ich eigentlich ziemlich stark, dass an bestimmten Stellen schon die Glasplatte etwas heißer wird. Bedeutet, Glas leitet zwar die Wärme, jedoch sehr schlecht. Also Glas ist eher ein etwas schlechterer Leiter im Vergleich zu Kupfer oder Eisen, wohlgemerkt. Also auch hier wieder immer im Vergleich gesehen. Und da ist meine Glasplatte einfach schlechter wie meine beiden Eisen. Also, ihr habt es gerade gesehen, die Glasplatte ist gesprungen. Das ist, weil die zu heiß wurde und dann irgendwo Spannungen sich aufgebaut haben. Daran kann man aber auch sehen, dass die Wärme weitergeleitet wurde. Glas ist nur ein sehr schlechter Wärmeleiter. Deswegen hat es jetzt etwas gedauert und das Wachs ist noch nicht geschmolzen, aber er leitet die Wärme auch weiter. Es ist kein Isolator. Jetzt wisst ihr auch, warum man in der Chemie immer eine Schutzbrille tragen sollte. Denn sowas ist unvorhergesehen und kann immer passieren, auch wenn ich nur mit einer Kerze arbeite. Aber jetzt nochmal zurück zum Thema, zur Wärmeleitfähigkeit. Also es gibt verschiedene Stoffe, die Wärme weiterleiten oder Wärme isolieren. Wir hatten jetzt Kunststoff, das eher ein Wärmeisolator ist, also die Wärme nicht weiterleitet, und auch Holz. Glas ist ein Wärmeleiter, aber nur ein sehr schlechter Wärmeleiter. Und die Gefahr steht immer, dass irgendwo eine Spannung im Glas ist und das Glas springen könnte. Meine Metalle, mein Eisen und mein Kupfer haben sehr gut die Wärme geleitet. Eisen war etwas schlechter wie Kupfer. Kupfer hatte jetzt in diesem Beispiel hier die beste Wärmeleitfähigkeit. Über so ein Experiment kann man das alles ganz gut überprüfen. Ich mache jetzt hier die restlichen Scherben weg. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.